Dann ist er vorbei am Pudding und sagen Red Evolution, Lou Vendely. Er braucht hier heute einen zweiten Platz. 72 Meter sind es am Ende geworden, damit er im 90 km/h Raddrehzahl, das sind die Jungs, die diese Feuerkanonenkugel auf ihrem Transport-LKW lackiert haben. Sie haben drei Traktoren mit nach Edewecht gebracht und Matti und Pika, Papa und Sohn sind zusammen unterwegs. Dann gibt es noch die Johanna, eine Tochter von Pekka Hellewin. Also die Reittraktoren im letzten Wochenende in Herning beim Eurocup zu Gast gewesen. Den Gangnam-Style völlig zerschrotet. Dann per Flugzeug zurück nach Finnland. Teile geholt. Am Donnerstag waren sie hier in Edewecht. Vorher in Dänemark noch den Truck eingesammelt. Dann haben sie Gangnam-Style wieder zusammengebaut. Gestern Abend einen Testpull gefahren. Der hat funktioniert. Und jetzt kommt der erste finnische Super-Pro-Stock. So ein halbes Werksteam ist es ja von der Firma Valtra. Pika Erlewin, Sigma Power. 2500 Wettkampf PS. Der Bremswagen wurde noch etwas leichter gemacht. Er wird aufgeladen, der riesige Turbolader, der unter der Haube sitzt. Und dann geht es los. Dann nimmt er einen kräftigen Hieb und dann bäumt er sich auf und dann kommt das aus, da bricht scheinbar der Ladedruck zusammen. Vielleicht ist auch die Notausklappe zugefallen vom Turbolader, nachdem er sich so aufgeschaukelt hat. 79 Meter 31 für den ersten Gaststarter aus Finnland. Eieieiei. Noch keinen Pull-Pull. Er will hier uns den ersten Full-Pull in der Bruchstock-Klasse zeigen kann. Reicht es am Ende für die 100 Meter? 92 Meter 41. In Haswar lag der Motor in alle Einzelteile auf der Bahn. Beim Superpool des Nordens, bei seinem Heimpool. Aber sie haben ihn wieder zusammengeschraubt. Und er bekommt wieder die grüne Flagge in Edewecht. Und er braucht den Fullpool. Red Evolution! Das war kurz und heftig, aber das ist ja noch in Deutschland, er ist der Liebling der Pro-Stock-Klasse. Und ich will euch nochmal alle klatschen hören. Hier Pudding World Evolution! Deine Fans, Pudding, die bauen auf dich!
heute hier vielleicht Platz 1. Vor dem Bremswageln der Matti mit seinem Valtra Schlepper, dem zweiten im Bunde, 6000 Umdrehungen, wieder 2500 Wettkampf PS, Getriebebox von Valtra entwickelt, Valtra Hightech Getriebe steckt drinne, 90 km/h Raddrehzahl, kann er es Pudding gleich machen, kann auch er einen Fullpool hinlegen, der Cäsar aus Finnland, der nächste Starter. Dasselbe Problem wie beim Sigma Power, so scheint es. Auch er bäumt sich auf und der Pool wird abgebrochen. 62,40 Meter. Ich fährt auch den Gangnam Style. Und die Finnen müssen sich was überlegen. Die Edewechter Powerbahn lässt sie hier noch nicht so ganz ihre Kraft entfalten. Schauen wir mal. So, und habt ihr. Wir müssen mal eben abwarten. Wir müssen mal eben hier Diesel fahren lassen. Er ist der Nächste, der sich dort hinten bereit macht mit seinem Start. Deutz, 5000 Umdrehungen, ein Turbolader, 600 Wettkampf-Pferd. Was ist denn los hier in der Pro-Stock-Klasse? Auch der Diesel kommt nicht in Gang. Wollt ihr mal so Happy Birthday singen für ihn oder so? Könnt ihr da? Schlafen wir alle noch, sag mal. Was ist los mit euch? Kein Power mehr oder was? Boah, so zu heiß. Och nee. Och nee. Ihr wacht nachher noch auf, so, ne? Freie Klasse. Wir lassen das ganz ruhig angehen hier in Edewecht. Wo ist denn der Rest aus dem Landkreis Cuxhaven? Hier die Buchler. Die waren ja gestern mit hier am Feiern. Sehe ich die auch irgendwo? Da hinten, ne? Hinten links. Ah ja, leben auch schon wieder. Die Jungs, die um Mark Seppen unterwegs sind, die haben ja gestern richtig Gas gegeben. Die waren da irgendwie mit einem Pickup unterwegs auf dem Zeltplatz mit 20 Mann auf einem Pickup. Ich habe gedacht, das Ding bricht auseinander, aber die leben auch wieder. Ja, Titelmusik hört ihr. Gangnam Style aus Finnland kommt halt jetzt hier. Und hier vorne wird schon vorgetanzt. Hey, wer kann den Tanz? Wo sind die Hände? Jungs, holt sie raus und dann will ich euch mal reiten sehen hier mit dem Gangnam Style. Erstmal schmeißt er Flammen, um mal ein bisschen Eindruck zu schinden. Zweiten Platz und der Blue Rush hatte 92,41 Meter.
Jetzt kommt die große Frage. 90 Meter 41. Er bleibt hinter dem Blue Rush. Wenige Zentimeter. Test, test, ja, da bin ich wieder. Also, Sigma Power, der zweite weitere Schlepper auf dem Weg ins Finale. Sofort hier am Ende der Bahn und einen riesen Applaus für den Martin! Komm on, wo sind die Hände? Stefan, wo ist der zweite Fahrer? Ein Service-Traktor. Der Martin hat sein. Ja, okay, ich mach das schon. Schieß so, ich krieg das alles hin. Hab ganz vergessen, ey. Das ist aber auch ein Knochenjob. Ja, das ist hier Stress pur. Wir bringen mal den bis zum Ende und dann übernimmst du, ne? Ja, da vorne musst du übernehmen. Ja! Es ist schön in Edewecht. Der Sigma Power geht zurück ins Fahrerlager. Und der Blue Rush startet. Es reicht nicht zum Wohlwohl. Trotzdem, liebes Publikum, 91 Meter 61. Noch einmal einen riesen Applaus für den Blue Rush. Wieder 2500 Wettkampf-PS, noch einmal ein fetter Turbolader unter der Haube und noch einmal eigentlich so viel Power, dass es ins Finale gehen kann. Es ist ein Höllenritt. Es ist ein Höllenritt in Edewecht. Das muss man einfach so sagen. Und der Mercross Caesar, 71 Meter und 11. 71 Meter 11. Fing. Sigma Power, Full Pool, Red Evolution, Full Pool. In einer Waage, die Red Evolution Fans feiern mit ihm. Denn er hat sich wahrscheinlich dazwischen geschoben. Denn er hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der IH, der Case, am Ende in seiner ersten Saison deutscher Meister wird. Und das wird. Dann hat er die Meisterschaft. Und wenn er es nicht schafft, dann ist es vorbei.
Er hat alles probiert und er sackt in seinem Käfig zusammen, der Josef. Es reicht nicht. 77 Meter 42. Und bitte nachschauen, ob der Fahrer in Ordnung ist. Oh, der ist angeschlagen. Okay, also, ich krieg das Zeichen, es ist alles in Ordnung. Reiß auf die Kiste und genieß es einfach. Weiter. Edewecht drückt die Daumen. Run Evolution, Jörn Budding, Finale Pusherklasse. Der Gangnam Style in Edewecht. Hahaha. Spannender könnte es nicht sein. Gangnam Style. Neue Bestweite in Edewecht. 83 Meter 87! Da kommt er noch einmal, der neue deutsche Meister in Edewecht. Und ich will eure Hände sehen. Rechte Seite, linke Seite. Wo ist der Applaus für Budding und Red Evolution? Publikum, wo sind die Hände? Hat er hier heute in Edewecht gewonnen, der Matti? Und auf die andere Bahnseite, komm on, Hände aus der Tasche, Gangnam Style in Edewecht. Ist das denn die Sahne-Schnitte? Der absolute Wahnsinn!
Schön! Der Play, der Dank an das Development-Team. Josef, am letzten Lauf abgefangen. Das ist bitter. Und du machst schon so lange Zeit, Kollege. Ja, das kann ich machen. 84, 9, wo ich schon dabei gewesen bin, Standardschwerber. Und jetzt hier im letzten Lauf verloren, das ist bitter, oder? Ja, und dabei? Ja, das war einfach, ich war mit dem Motor auf die Bahn gelegt. Das war genauso bitter, oder? Ja, das war schon genauso. Erst hat er nicht gedacht, dass wir das so schnell hier hinbekommen, aber das hat sich am Ende nicht gezeigt. Ich bleibt einfach so, wie ihr seid. Es macht Spaß mit euch. Natürlich auch nur Wendelin, genau derselbe Dank. Die finnischen Gaststarter sind da. Pinker Martin, ist okay, Edewecht? Ist der nice Pool? Das Publikum ist der Hammer. Also, wir kommen zur Tageswertung. Dritter Platz, da haben wir den Red Evolution. Der Blue Family, die Maus auf der Einveranstaltung.
geschlagen und Vizemeister. Und unsere Gäste aus Finnland, ebenfalls zum Gast.